Wohndesign-Highlights in den barocken Räumen der Residenz. Hier trafen innovative Handwerker und Designer ihr Publikum. Mit einem eher abstrakten Blumenteppich begrüßten die Textart-Künstlerinnen Kunstblumen zum Selberschneiden. Es geht nicht darum, dass man einfach nur Stände installiert, sondern sich mit der Stimmung und der Atmosphäre der einzelnen Räume auseinandersetzt und versucht, dieses moderne Design so zu platzieren, dass es irgendwie schön miteinander schwingt. Das Badezimmer 2009 ist eine private Wellness-Oase. Davon hätten die erzbischöflichen Fürsten nicht einmal zu träumen gewagt. Ein Whirlpool unter des Bischofs Antlitz. Erfrischend. Ebenso wie Königstoilette, die schnell zum bequemen Bankerl wird. Ja, angenehm. Kuschellounge in den Prunkräumen und grasgrüne Küchen. Das wäre doch was für den nächsten Staatsempfang. Teppiche haben eine Seele, weiß Harald Geber aus Graz. Die Wolle kommt von Schafen, die auf 4000 Meter Seehöhe leben. Geknüpft wird in Ateliers in Nepal und Anatolien. Auch bei Schokolade Braun setzt man auf Handarbeit. Kunstwerke zum Naschen heißt die Frauenfalle Nummer 1 am Genusspfad. Frauenfalle Nummer 2 glitzert schon von Weitem. Swarovski-Steine all over. Da gibt's nur eins. Haben wollen! Marc Hofer zeigt uns dafür Männerspielzeug. Wir präsentieren intelligentes Wohnen. Dazu gehört eine gehobene Elektroinstallation. Eine Option dazu ist ein zentrales Panel zur Steuerung der kompletten Elektroinstallation von einem Punkt. Und der Marmorboden muss kein Traum bleiben. Unser Messe-Highlight sind unsere zwei Steinbrüche aus Salzburger Region, und zwar der Untersberger und der Attnetter Marmor. Farmler-Einrichtungen bringt mit Minotti den aktuellen Schwarz-Weiß-Trend in die Residenz. Laura Farmler schätzt das Spiel mit edlem Material. Also unser Messe-Highlight ist eben von Minotti der Tisch van Dijk. Das ist jetzt eben dieses Produkt hier, das eben durch seine klare Form und Materialauswahl eben irrsinnig besticht und auch eben die schöne Rauchglasplatte, wo ich eben die Transparenz habe, aber trotzdem eben ein bisschen geschützt bin, also nicht so beim Klarglas jetzt einfach immer am Boden schauen kann. So gar nicht puristisch sieht man Wohnen bei Raumtextilien Eberharter. Da wird aus dem Vollen geschöpft. Ja, wir sind in der Lage, individuell die Betten für unsere Kunden zu gestalten, die Größe der Betten und auch die Oberflächen, die Optik. Das bieten ja die großen Möbelhäuser nicht, und von daher sind wir sehr flexibel in der Lage, die dazu passende Innenraumgestaltung mitzuliefern. Vier Salzburger Landtischler holten den Wohndesign Award. Warum wohl? Weil unser Stand am besten riecht und das ein gutes Symbol für Natürlichkeit ist. Bretter, die die Welt bedeuten.